Lehrerinnen und Lehrer. Die Basis unseres Bildungssystems. Und damit unerlässlich für das Bestehen unserer Gesellschaft. Doch es gibt ein Problem. Niemand will mehr Lehrer werden. Es herrscht großer Personalmangel. Deutschland in der Bildungskrise. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Deutschlands Bildungssystem ist am Ende. Marode Schulen, veraltete Ausstattung und immer mehr Problemjugendliche. Aufgrund dieser Zustände will niemand mehr den Lehrerberuf ergreifen. Das will ich ändern. Ich möchte Menschen dafür begeistern, Seiteneinsteiger oder Quereinsteiger zu werden. Also Leute, die keine Ausbildung zum Lehrer gemacht haben. Die werden nämlich gesucht, um den Lehrermangel zumindest vorübergehend auszugleichen. Und deswegen habe ich über eine Agentur Leute gesucht, die sich vorstellen könnten, Lehrerin oder Lehrer zu werden. Ich habe die dann zu einem Seminar eingeladen und in diesem Seminar wollte ich sie auf den Lehrberuf vorbereiten. Ja, ich erwarte, dass ich vermittelt bekomme, wie die Schule heute ist, weil ist ja bei mir schon lange vorbei, die Schulzeit. Und vor allem, was man an pädagogischem Know-how, das ich ja überhaupt nicht habe, was man da braucht. Ich mag Kinder total und auch den Umgang mit denen. Es ist natürlich anstrengend, das ist nicht ohne. Aber ja, ich hoffe, sie akzeptieren mich. Ich fand die Lehre an sich immer schon interessant und spannend. Und dann wollte ich mal gucken, ob das mit liegt oder nicht. Und am Ende wird einer von Ihnen dann tatsächlich vor einer Klasse stehen und eine Unterrichtsstunde halten. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Sie möchten ja alle als Seiteneinsteiger in den Schulalltag einsteigen. Ich werde Sie also zu Lehrern ausbilden. In diesem Seminar, da ging es jetzt nicht so darum, wie man Kindern was beibringt, weil das weiß ich ja auch nicht. Und hier in dem Intensivkurs Schule fangen wir an mit den Basics. Aber ich kann dabei helfen, sich vorzubereiten auf die Probleme, die einen erwarten. Es gibt immer mal wieder die Gelegenheit, dass man eine Vertretungsstunde machen muss. Das heißt, dass eine Klasse voll besetzt, deren Schüler man jetzt nicht alle kennt. Martin, ich würde Sie mal bitten, kommen Sie doch hier mal auf Ihren Platz. Wir haben jetzt hier einmal die Klassenliste vor sich. So, und da können Sie sich einmal hier hinsetzen und dann einmal laut und deutlich lesen Sie mal einfach die Namen hier so in der Reihenfolge vor. Mit einer kleinen Pause jeweils. Merten Lindorf. Piero Mendes. Und bei dieser Anwesenheitsüberprüfung ist es ja oft so, dass dann so ein paar Lümmel aus der Klasse Namen aufschreiben, die gar nicht in der Klasse sind. Und manchmal sind das auch Namen, die keine echten Namen sind. Ryan Sticken. Christian Harten. Perry Hode. Das ist absoluter Pinela-Humor. Das ist nicht witzig. Das finde ich persönlich auch nicht witzig. Lutzmann Zwanz. Erik Zioni, Erhard Haramasch. Das ist einfach nur was in der Schule halt passieren kann, aber lustig ist das nicht. Zack, Maikok und Lasse van den Buß. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie die Namensliste vorgelesen haben? Ja, erst dachte ich, die Namen sind alle korrekt. Habe keinen Verdacht gehabt, dass da irgendein Fake-Name dabei ist. Und dann kamen aber 3 oder 4 Namen direkt hintereinander, die dann so aussahen als ein Fake-Namen. Jo, danke schön, super. Ne, da waren ein paar dabei. Und im Unterricht würde Ihnen das jetzt ja nicht mehr passieren? Nee, das denke ich nicht, nee. Ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Ich habe jetzt mal eine Situation, die wir uns beispielhaft mal anschauen können. Da habe ich mal zwei Leute mit dabei. Die hole ich eben einmal rein und dann... So, kommt ihr einmal rein, bitte. Das sind 2 Schüler einer Schule um die Ecke. Die Probleme sind nicht das eigentliche Lernen, sondern die richtige Atmosphäre. Und manchmal haben Schüler Probleme miteinander. Und da muss man als Lehrer auch mit umgehen. Da muss man die Probleme lösen. Wir würden jetzt mal eine klassische Konfliktsituation zwischen 2 Schülern praktisch mal anreißen, wie sich dann sowas aufbaut, damit sie mal mitbekommen, wie sowas dann entstehen kann. Und diese Schüler hatten dann einen Konflikt im Klassenraum. Maite, weißt du, warum ich dich nicht mag? Nein, warum denn, Sönke? Weil du keine Markenklamotten anhast. Meine Eltern können sich keine Markenklamotten leisten. Das ist egal, ich werde dich heute cybermobben im Internet. Vorher werde ich dich tätlich angreifen, mitten im Schulbetrieb. Dann komm doch her. Na warte, ich hau dir eine rein. Freeze! So, das ist jetzt der Moment, wo man das Gefühl hat, hier ist eine Konfliktsituation. So, jetzt bitte ich Sie mal, zu mir nach vorne zu kommen.
Konstantins Aufgabe war es dabei, den Konflikt mit der richtigen Ansprache zu deeskalieren. Und jetzt geht die Situation weiter, okay. Genau. Hey. Moment. Vorsicht, weil sonst wird es wirklich, das ist auf sich selber. Genau, genau überlegen. Auseinander, stopp jetzt mal! Das hat mit dem Deeskalieren jetzt nicht perfekt hingehauen. Also man hatte hier ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit, aber auch der Machtlosigkeit, ja. Ich zeige Ihnen jetzt noch mal, wie man das genau löst. Ja, gerne. Wäre es noch mal möglich, dass wir noch mal den letzten Satz, bevor es kommt, dass man das noch einmal hat? Ich habe sowas schon häufiger erlebt und habe dann mal vorgeführt, wie man es richtig gemacht hätte. Dann komm doch her! Na warte, ich hau dir eine rein! Stopp! So geht's aber nicht. Schüttel euch mal die Hände, mach mal bitte. So, jetzt sagst du mal Entschuldigung. Tut mir leid. Sagst du auch Entschuldigung? Tut mir leid, Frank. So, jetzt setzt euch wieder hin und benehmt euch. Ah, okay. So hätte man es machen können. Ja, ne? Gut. Ja. Lehrkraft und Schüler, das ist natürlich die eine Beziehung, die funktionieren muss. Aber als Lehrer oder Lehrerin muss man sich auch mit der eigenen Schulleitung gut verstehen. Und auch das ist nicht so einfach. Und deswegen haben wir auch dazu eine Übung gemacht. Ich würde Sie bitten, Martin, mal genau zuzuhören. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie haben den Sohn des Bürgermeisters in Ihrer Klasse. Der Sohn des Bürgermeisters hat eine 6 verdient und auch von Ihnen bekommen. Nun ist es aber so, dass der Bürgermeister natürlich im Dialog steht mit dem Schulleiter, denn es werden Mittel benötigt zur Renovierung der Turnhalle. Der Schulleiter will also nicht, dass der Sohn des Bürgermeisters eine 6 bekommt. Sie würden jetzt probieren, diese Situation gleich mal zu lösen. Martin soll zu seiner pädagogischen Entscheidung stehen. Ein weiteres Problem ist, dass der Schulleiter ein bisschen schrullig ist. Sagen Sie mal, sind Sie des Teufels? Sie geben dem Sohn vom Bürgermeister eine 6? Ja, jetzt holen Sie sich mal einen Stuhl, Herr Direktor. Was heißt, holen Sie sich mal einen Stuhl? Ja, Sie sind aufgeregt. Ich bin hier der Schulleiter. Ja. Wie soll ich jetzt die Renovierung durchgehen? Wie hat sich das angefühlt in dem Moment? Ja, ich war da total überfordert. Ich habe das gar nicht glauben können. Jetzt nehmen Sie mal Platz. Ziehen Sie sich was über. Ja, also Martin, muss man schon sagen, war schon von der Situation gefordert. Aber er ist ruhig geblieben. Ich würde die Situation an dieser Stelle mal kurz unterbrechen. Vielen Dank erstmal soweit. Weiß ich nicht, ob das in der Realität so vorkommt. Vielleicht vergisst man mal die Hose, kann ja mal vorkommen. Aber so anzuziehen ist, glaube ich, ein bisschen schräg. Wunderbar gelöst, die Situation. Ich finde, das haben die alle sehr gut gemacht. Ich würde jedem Einzelnen zutrauen, als Seiten- oder Quereinsteiger irgendwann einmal an einer Schule zu unterrichten. Ich hoffe, Sie konnten heute für sich selber einen kleinen Eindruck mitnehmen, fühlen sich gut vorbereitet. Das war natürlich jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, dass man jetzt so begeistert für den Beruf da rausgeht. Es war im Prinzip eher eine Abhärtung. Aber das war auch nur der erste Teil dieser ganzen Idee. Der zweite Teil, der wird ganz anders und gut und schön. Und das verspreche ich auch. Es wird wirklich schön. Einer der drei muss jetzt noch eine echte Unterrichtsstunde halten. Ich habe mich entschieden für Susanne. Die hat für mich den besten Eindruck gemacht. Ich wollte bei Susanne wirklich das kleine Fünkchen, was vielleicht schon da ist, zu einem richtigen Feuer werden zu lassen für den Lehrerberuf. Und deswegen wollte ich ihr die Gelegenheit geben, eine wirkliche Klasse mal zu unterrichten. Ich habe dann hier eine Grundschule in Berlin angerufen und habe die Idee vorgestellt. Da bin ich da auf offene Ohren gestoßen, weil diese Grundschule tatsächlich selber sehr stark betroffen ist vom Lehrermangel. Sich eine Horde Kinder zu stellen und denen dann auch noch was beizubringen, das ist schon nicht ohne. Wie fühlst du dich? Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich und ich hoffe aber, dass sie mir zuhören und dass ich sie im Griff habe. Ich werde Susanne natürlich bei allem unterstützen. Ich bin kein Lehrer, aber ich bin so Fernsehtyp und deswegen kann ich natürlich Shows machen. Und eine Unterrichtsstunde im Idealfall ist ja nichts anderes. Mein Plan war, eine kreative und unterhaltsame Unterrichtsstunde vorzubereiten, die Susanne dann an der Schule halten kann. Das sind ein paar niedliche Kinder. Wir haben alles Mögliche vorbereitet, was soll schief gehen. Ich stelle mich da hinten hin und verbreite praktisch mit meiner Anwesenheit Unruhe. Sehr schön. Okay, gut. Danke. Dann lass uns losgehen. Ja. Und dann war es soweit. Susanne stand zum ersten Mal in ihrem Leben vor einer Schulklasse. Alles war vorbereitet, blieb nur noch die Frage, wird sie es schaffen, einen guten Unterricht zu halten und die Kinder zu begeistern? Das ist Frau Kopperschmidt. Sag doch, schreit doch mal Hallo, Frau Kopperschmidt. Guten Tag, Frau Kopperschmidt.
Das Thema für die Unterrichtsstunde waren die Jahreszeiten. Wer kennt sich denn da aus? Wer kennt denn eine Jahreszeit? Bitte? Sommer. Sehr schön. Du hier vorne? Herbst. Ja. Wo kommen die her? Was passiert in den Jahreszeiten? Und worum es in den Jahreszeiten geht, das hängt mit der Sonne und mit der Erde zusammen. Und da die Sonne und die Erde im Weltraum, im dunklen Weltraum sind, machen wir gleich mal das Klassenzimmer etwas dunkler, bitte. So. Wir haben unser Modell. So, Kinder, was haben wir denn hier? Die Erde. Richtig, die Erde. Und die Erde, die dreht sich ja um die Sonne. Und was meint ihr, wie lange dauert das, bis die Erde einmal um die Sonne gekreist ist? Ein Jahr. Richtig, super, Mann, ihr seid ja richtig gut. Und wir lassen die Erde jetzt einfach mal um die Sonne kreisen. Wir haben hier die Erdachse, die bleibt eigentlich immer an einer Stelle. Und so entstehen nämlich die Jahreszeiten. Wir wollten also wie so eine Art kleines Theaterstück machen zu den Jahreszeiten. Und deswegen habe ich verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, ob sie nicht sich verkleiden wollen als Jahreszeiten. Und dann haben die so gesagt, juhu, klar. Luisa war der Frühling und hat das, was die Kinder lernen müssen, mal anders präsentiert. Guten Tag, ich bin der Frühling und ich bringe euch frische Luft und warme Sonnenstrahlen. Und überall beginnen Blumen zu blühen und die Bäume treiben aus. Genau, aber Vorsicht, im Frühling kann es auch mal regnen. Aber nach jedem Regen kommt natürlich auch ein Sonnenschein. Vielen Dank. Sehr schön. Die haben da total gut mitgemacht und die wirkte wie eine Lehrerin und das haben, glaube ich, die Kinder auch so gesehen. Und was kommt nach dem Frühling? Vielleicht kannst du das sagen? Was? Sommer. Richtig. Und wir haben den Sommer auch natürlich eingeladen. Einen Applaus bitte für den Sommer. Ich bin der Sommer. Ich bringe euch strahlende Sonne und warme Temperaturen. Der Sommer hat die Sonne an. Und was fandst du am Sommer so? Weil der einen diesen witzigen Hund hatte. Das fand ich cool. Aber Vorsicht, im Sommer kann es auch mal gewittern. Die Kinder fanden das natürlich auch schön. Sachen fliegen durch den Raum und alles leuchtet. Das ist schon cool. Ich bin der Herbst. Wisst ihr, ich bin die Jahreszeit, die zwischen Sommer und Winter kommt. Jetzt ist auch die Zeit, an denen die Früchte an den Bäumen und Sträuchern reifen. Wie zum Beispiel Äpfel und Kürbisse. Man kann einfach erzählen, was in den Jahreszeiten passiert. Man kann aber auch 20 Kilo Laub mit einem großen Ventilator durch den ganzen Raum blasen. Hallo, liebe Kinder. Ich bin der Winter. Im Winter wird es kalt und es fängt an zu schneien. Also den Winter, den fand ich toll. Ich auch, der war cool. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann war die Show zu Ende, hätte ich beinahe gesagt. Also es war eine Unterrichtsstunde. Ich glaube, es war gut. Wie fandet ihr das gerade? Gut. Ja. Nice. Ja. Und was war anders als sonst? Dass es einen Fernseher gab und dass da Laub und Schnee. Das wollte ich sagen. Wie fandet ihr die Lehrerin von Kopperschmidt? Sehr gut. Und glaubt ihr, die könnte eine gute Lehrerin werden? Ja. Will sie etwa Lehrerin werden? Keine Ahnung. Bei uns? Die Lehrerin fanden wir auch gut. Ich hoffe, dass ich so seinen Spaß vermitteln konnte an dem Lehrerberuf. Ist ja auch super anstrengend und so, aber man hat ja auch gesehen, kann ja auch Spaß machen. Und wenn ihr jetzt auch denkt, ach, das ist ja irgendwie gut, also ich will auch Lehrerin werden oder Lehrer, dann werdet doch Lehrer oder Lehrerin. Geht ja gerade. Teilt euer Wissen mit der Welt.